denke an Hentai. Nein. Wieso? Weil ich hier gerade halb nackt rumlaufe. Dafür kann ich ja nichts. Sag das diesem perversen Charakter hier. Heilpflanze. Und jetzt kann ich die hier herstellen, weil ich jetzt diese Nachterde gefunden habe. Cool. Das heißt, er macht das jetzt alles grün. Das ist cool. Das hat er gut gemacht. Auf den Senpai. Kann ich die auch einfach jetzt hier einpflanzen? Ich probiere es einmal. Jetzt vielleicht nicht machen sollen. Ist jetzt halt die Frage, ob das jetzt mit den Tomaten hier so funktioniert. Ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht dafür auch extra irgendwelche. Ah, Nero, unser Hof wird von Tag zu Tag prächtiger. Ich weiß, ich bin inzwischen eine Art Vaterfigur für dich und ich bin stolz darauf, dich als Ziehsohn zu betrachten. Aber du hast dein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft, mein Junge. Nicht nur deine Baufähigkeiten könnten sich verbessern, sondern auch unsere. Du solltest mit unseren Bewohnern sprechen und ihnen bei allen helfen, was in deiner Macht steht. Sie mögen dir nur Dankbarkeit als Lohn anbieten können, aber was gibt's Besseres? Du könntest diese Energie der Wertschätzung in die Glocke des Erbauers einfließen lassen und so unsere Kräfte verbessern und neue Verbündete herbeirufen, die uns helfen. Geh jetzt, Nero, frage unsere Mitbürger, wie du ihnen helfen kannst, erfülle ihre Bitten und läute noch einmal die Glocke des Erbauers. Ja, du hast es geschafft. Du hast die Glocke geläutet und die Baufähigkeiten von allen erhöht, sogar meine. Meine auch. Von jetzt an kannst du uns das Umgraben, das Bewässern und das Pflanzen überlassen. Ich weiß nicht, ob du mich erkennst, aber ich gehöre zu den Bauern, die gekommen sind, als du die Glocke das erste Mal geläutet hast. Ich weiß, wir haben gesagt, wir können unseren Glauben an die Kinderhage uns nicht ablegen, aber... Aber wir haben es uns anders überlegt. Uns sind die Kinderhage uns jetzt vollkommen egal. Wir werden stattdessen Erbauer werden, genau wie du. Mörderische Mauerbengel, das sind ja großartige Neuigkeiten. Und das haben wir dir zu verdanken, mein Junge. Du hast das Bauen wieder auf die Insel gebracht. Ehrlich gesagt, Nero, da ist etwas, das ich mit dir besprechen muss. Der Grünfeldbauernhof wird jeden Tag größer. All diese Leute brauchen Anleitung, Führung. Was unser Dorf braucht, mein Junge, ist ein Bürgermeister. Und wer wäre dazu besser geeignet als ich höchstpersönlich? Ja, natürlich. Sag nicht, das Lächeln auf deinem Gesicht spricht Bände. Wir sind uns einig. Ab sofort verleihe ich mir selbst den offiziellen Titel als Bürgermeister von Grünf. Kommt gar nicht in Frage. Das mache ich nicht mit. Was? Du könntest uns höchstens anführen, wenn es darum geht, wer die meiste Gesichtsbehaarung hat. Überhaupt, welcher Anführer wird sich selbst? Wo sind die fantastischen Anhänger, die Massen, die sich darum reißen, für dich zu kämpfen? Gib auf, Barträger! Du, aber... Es passt dir einfach aus dem Nichts ungebeten herein und das Schlimmste ist, er hat recht. Aber ich gebe nicht auf. Du hast einen Teil getan und das Dorf verbessert. Jetzt bin ich dran. Ich muss mir meinen Platz als ein rechtmäßiger... als ein rechtmäßiger Anführer verdienen. Mach das. Und die nächste. Alles läuft so gut. Das Zuckerrohr gedeiht prächtig. Alle werden immer bessere Erbauer. Und wir machen gute Fortschritte bei der Erfüllung von Pastor Alls Bitten. Hm? Sieh doch, da passiert etwas mit dem Gottesgewächs. Es gab einen Mosasaurus. Heinosaurus. Wow, Shadow, wow.
Ich habe mal den Anime angefangen, der heißt Magical Senpai. Der Name sagt mir was. Gut gemacht, Leute. Die kombinierte Lebenskraft aller Pflanzen, die wir angebaut haben, hat das Gottesgewächs zur neuen Hochform gebracht. Hallo, Tiger. Eure Bemühungen haben in dem Gottesgewächs eine neue Kraft entfacht. Die Macht der Schöpfung ist wirkungsvoller, als ich erwartet hatte. Eine neue Kraft? Schon bald wird es so der stärkste... Ich kann mich echt nicht konzentrieren bei der Hitze. Schon bald wird es zu der Stärke zurückkehren, die es vor der Zerstörung durch die Kinder Hagons besaß. Wo wir gerade davon sprechen, wo kam das ursprüngliche Gottesgewächs eigentlich her? Ist es einfach eines Tages aus dem Boden gesprossen oder wie? Hallo Herrin der einsamen Krieger. Na, alles fit bei dir? Ach, den hast du angefangen, Sven. Ich finde den so genial. Sagt mir das jetzt gerade nichts. Du tust immer so ruppig und zäh, aber in Wirklichkeit bist du ein tiefgründiger Denker. Ich denke immer nur darüber nach, woher mein nächster Kohlkopf kommt. Wow. Wir sind noch nicht fertig, Nero. Wir müssen immer noch zwei weitere Pflanzenarten anbauen. Sobald wir das erledigt haben und das Gottesgewächs wieder ganz bei Kräften ist, sind wir von dem Übelwind geschützt. Also lasst uns loslegen. Das ist viel Lese mal. Das ist irgendwann sehr anstrengend. Du magst mein Oberteil nur homo. Wow. Dankeschön. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit mit beträchtlichen Einsatz sündigst. Da du keinerlei Anzeichen von Reue zeigst, würdest du mir wohl einen Gefallen tun? Ich bin sicher, meine Mitbewohner und ich wären dir dankbar für einen kleinen Raum mit einem Topf und einem Handtuchhalter darin, wenn du weißt, was ich meine. Also ihr wollt in den Topf scheißen und das Handtuch zum Abwischen nutzen. Okay. Wie war das? Warum ein kleiner Raum? Wären sie nicht mit einem größeren glücklicher? Es ist etwas schwierig zu entspannen und das Notwendige zu tun, wenn man in einen weiten offenen Raum sitzt. Ich glaube wirklich, der Raum sollte so klein wie möglich sein. Ein Topf und ein Handtuchhalter. Okay. So klein wie möglich. Können wir machen. Dazu brauche ich nur Material. Ich sollte mir auch wieder was herstellen, ne? Ist aber richtig verstanden, oder? Ist komisch. Wollte ich jetzt nicht. Also ein kleiner Raum reicht, ja? Ich weiß halt nicht, ob das denn hier draußen noch zählt. Ich werde es gleich sehen. Vielleicht habe ich ihn jetzt auch gerade falsch verstanden. Kann auch sein. Ich bin leicht verwirrt. Es wird aber auch markiert, ich muss das wirklich machen. ETF. Okay. Na, Toni, danke nochmal für dein Raid. Was für ein komischer Raum wird das jetzt hier bitte?
So, ich brauche eine Tür und das Handtuch. Ich weiß halt nicht, ob das hier draußen zählt. Ich sehe es ja gleich. Eine winzige... Ach, da... Oh, ich hatte recht. Das ist eine Kackhütte. Ich hatte recht. Aber man wischt sich doch nicht sein Hintern mit einem Handtuch ab. Also, wenn man danach fertig ist. Ich habe daraus einen Spaß gemacht und ist jetzt wirklich ein... Oh, okay. Okay. Dann fange ich mal an und scheiße hier zuerst rein, ne? Ich hab's gebaut, also darf ich zuerst reinkacken. Und wer macht denn den Topf sauber? Und teilen wir uns alle dieses eine Handtuch, oder was? Da muss ich auch erstmal Nani machen. Wow. WTF, erstmal alle hier baden. Ich bin dran. Ich bin jetzt dran. So. Könnt jetzt alle schön warten, Leute. Was ich gespielt? World of Tanks. Okay, cool. Ist cool. Ich habe 2 Klos gebaut. Ja, überlege ich mir auch gerade. Vielleicht noch ein Bad oder so. Die stellen sich jetzt hier alle an und gehen alle in das gleiche Badewasser. Geil. Oh, da stalken sie mal. Schade, ich dachte, sie schreit jetzt so. Schlaf schon, Uni-chan. Danke, dass du da warst. Träum was Schönes. Oh, ich danke dir, Nero. Du ahnst ja nicht, wie lange ich auf einen solchen Raum gewartet habe, wo ich reinkacken kann. Ich kann kaum in Worte fassen, wie schwierig es war, sich ständig in den Büschen zu schleichen, um den Ruf der Natur zu folgen. Besonders bei all dem Kohl, den ich gegessen habe. Ich darf nicht lachen. Aua. Ach, erst neulich versteckte ich mich hinter einem Baum, um mich zu erleichtern. Aber als ich meine Unterhose runterließ, da sah ich Rosies Blick auf meinen Hüstel gerichtet. Wie bitte, wovon genau ich spreche, fragst du? Willst du mich wirklich zwingen, es laut zu sagen? Es geht um das, was Leute machen, nachdem sie etwas gegessen haben. Furzen. Versuch es nochmal selbst. Iss eine solche große Mahlzeit mit vielen Ballaststoffen und nach einem Weilchen wirst du den neuen Raum äußerst praktisch finden. Okay, Uni-chan. Stell einen zweiten Pott rein, dann können die beim Rausdrücken reden. Ach, scheiße. Wortwörtlich. Hey. Oh, und überlege, der Topf wird sich vermutlich nach einer Weile füllen. Vielleicht kannst du ihm mit Inhalt etwas anfangen. Der sagt mir gerade, ob ich was mit der Kacke anfangen kann. Dünger, ja, aber... warum ich? Ihr seid hier die Bauern. Nehmt ihr doch die Kacke. Oder kackt direkt aufs Feld. Warum? Warum wir? Mhm. Du liegst am Boden. Ja. Ich probiere das mal jetzt echt, ob der hier... Die kackt gerade. Oh, komm, Leute. Hallo, könnt ihr mal warten, bis ich draußen bin, bevor ihr hier einen abseilt, oder was? Und die...
Aua, Muskelkater, tut weh. Ich werde es vielleicht nicht überleben. Also das Spiel ist echt... Teil 1 war schon manchmal sehr lustig, aber jetzt, ne? Da haben die noch mehr auf die Schippe raufgepackt. Einsam. Ach, ihr nennt es hier Nachterde? Ah ja. Geil. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Und wie läuft das hier mit den Tomaten? Moin, mein Hübscher! Ich habe was Interessantes von Melrose gehört. Er sagt, ihr zwei hättet eine Wicht getroffen, um ihnen den Gefallen getan, und ihr hättet dabei rausgefunden, wie man Wurmfutter macht und so. Das sind bannig gute Nachrichten. Warum hast du mir nicht früher was gesagt? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt denken, dass du nur Augen für Felder hast und darüber den Rasen ganz vergessen hast, den ich doch so liebe. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Ich werde meine Mama und meinen Papa und deren Mamas und Papas stolz machen. Ich werde die ganze olle Insel grün machen. Ich brauche allerdings deine Hilfe dabei, Nero. Wurmfutter besteht aus Grassamen und Nachterde, richtig? Tu mir einen großen Gefallen und mach mir ein Kügelchen Wurmfutter. Schmeiß es irgendwo abseits deiner Felder hin und ich mache einen hübschen kleinen Rasen drumherum. Ja, ich soll in den Kakaopott gucken, ist klar. Jetzt fehlt der Cody-Emote. Ja. Ja, ja, der fehlt gerade wirklich. Der fehlt gerade wirklich. Oh ja, hast du das gesehen, Nero? Wir haben das Gras aus dem Nichts gemacht, haben wir. Und jetzt kann ich so lange Gras machen, wie du Wurmfutter herstellen kannst. Wir dürfen schon bald die ganze Insel begrünt haben. Liebe Güte. Hallo Pikachu, wie geht's dir? Hast du das Wurmfutter selbst hergestellt, Nero? Wie hast du das gemacht? Woraus in aller Welt hast du es hergestellt? Aus eurer Kacke. Was soll das heißen? Du weißt schon was. Wenn ich es wüsste, würde ich dich nicht fragen. Höchst beeindruckend. Die Verderbnis wurde beseitigt und es wächst wieder Gras auf der Erde. Mach so weiter und Grünfeld wird im Handumdrehen wieder im guten Zustand sein. Achso, weil ich PS4 spiele, habe ich das Headset eh nicht auf. Jetzt habe ich mir das hier aus den Ohren gerissen. Du hast es nicht gesehen? Hier ist es. Ich habe aber gerade nicht angeschlossen, weil ich, wenn ich PS4 spiele. Nee. Ich bin zwar verheddert. Dann habe ich immer die Kopfhörer vom Dings drin. Im Bildschirm. So. Ich weiß nicht, ob du es jetzt siehst. Aber gerade nicht angeschaltet. Ich muss das noch irgendwie einstellen. Weil, wo ich das letzte Mal das im Stream hatte, waren meine ganzen Sounds auf einmal sehr, sehr laut. Und das Mikrofon ist leider sehr leise. Das muss ich noch irgendwie gucken, wie ich das einstelle. Die Einstellungen sind ein bisschen komisch. Aber das Headset an sich trage ich dann immer als Kopfhörer. Ist sehr bequem auf jeden Fall. Ich muss nur die Einstellungen sind halt ein bisschen schwierig. Aber ist bequem. Ich höre damit Musik. Ich habe sogar in meine Switch reingesteckt. Aber ich weiß nicht mit der Einstellung. Die sind irgendwie ganz schwierig. Entweder ist das Windows, was damit nicht klarkommt. Oder das ist das Programm von dem Headset. Da muss ich noch gucken, weil das letzte Mal, wo ich das angeschlossen hatte, waren die Sounds auf einmal alle total extrem laut. Und das Mikrofon ist
Man hört mich kaum. Und ich habe schon irgendwie alles eingestellt im System und da muss ich mal gucken, was das Problem da ist. Wo war ich jetzt gerade? Aber es ist auf jeden Fall sehr bequem. Verpassen, ne? Ach, nichts zu danken, Leute. Ich hätte das ohne eure Hilfe nicht geschafft. Wenn wir am Ball bleiben, schaffen wir es vielleicht auch, ein paar Blümchen zu Blümchen zum Blühen zu bringen. Blumen? Ich wollte schon immer mal Blumen sehen. Ich kenne sie nur aus Geschichten. Dieser Tag kann gar nicht bald genug kommen. Ja. Hey. Ist jetzt fertig? Ja, okay. Wo kommt Doggo? Ja. Wenn es morgen auch so warm hier ist, dann freue ich mich auf die Autofahrt. Ja, das hatte ich noch falsch hier drin. Hast du denn die Software? Die habe ich installiert, ja. Das stellt sich auch komischerweise immer wieder um und... Ah, das ist irgendwie ein bisschen... verteufelt. An sich ist das echt ein sehr bequemes Headset. Das stellt sich irgendwie mal um. Ich weiß halt nicht, ob die Tomatensamen jetzt sowas bringen, wenn ich die hier einpflanze. Ich hab keine Ahnung. Und irgendwas fehlt mir eh... Nee, doch nicht. Mir fehlt gar nichts mehr. Das ist Wilfried. Ja, das ist Wilfried. Vielleicht würde ich das hier noch größer machen. Geh mir nicht auf den Sack, geil. Ich koch mal kurz.